Where are you from? Woher kommst du? Bis heute beschäftigt mich diese Frage. Sehr geehrtes Publikum, mein Name ist Maya Adler und ich besuche zurzeit die 5. Klasse am Gymnasium Sacré-Cœur Wien. Ich werde heute meine Rede über das Thema Vielfalt macht uns stärker halten. But back to my initial question. Where am I from? Man könnte sich das Ganze vorstellen wie drei Inseln. Die erste Insel, Österreich, meine Heimat und mein Geburtsort, der Ort, wo meine Eltern mich aufgezogen haben. Wien, eines der lebenswertesten Inseln der Welt. Auf dieser Insel habe ich mein ganzes Leben verbracht. Ich habe die deutsche Sprache gelernt und gehe dort noch immer in die Schule. But even though I spent most of my 15 years there, I don't feel like a true Austrian. I feel like an outsider who still gets nervous when speaking German from time to time. I don't belong there. Die zweite Insel, Ukraine. Die Heimat und der Geburtsort meiner Mutter. Russisch, die Sprache, die ich gelernt habe, als ich auf dieser Insel war und meine Familie besuchte. Menschen so herzlich, gastfreundlich, die beste Musik und das beste Essen. Meine Großmuttersprache, the language I connect my grandmother with and still remember her in. The language I can understand very well, but still, I am ashamed to speak this language because I can't speak it as well as I can understand it. When my family is confronted on this island, I remain silent because I have an accent and they would judge me or look at me like I'm an embarrassment to the family. Wieder fühle ich mich hier ausgeschlossen und kann mich nicht als wahre Ukrainerin bezeichnen. Von dieser Insel komme ich nicht. The third island, United States. My father's home and birthplace, the English language, the language I grew up with at home, the language in which I feel, dream, and think, the language I speak with many friends at school, the language I deal with the most in everyday life. Ich spreche diese Sprache jeden Tag, doch trotzdem sagt meine Familie auf dieser Insel, ich hätte einen leichten Akzent. Auch hier fühle ich mich nicht willkommen und wohl. Schon wieder fühle ich mich hier wie ein Außenseiter, ein Tourist aus Europa. Irgendwie gehöre ich da wieder nicht dazu. So, no more islands to choose from. I just can't decide on one of these islands. I'm not welcome anywhere. At school, I'm seen as an English speaker. I'm often asked if I can even speak German at all. And when I speak German, they are shocked. Manchmal fällt es mir schwer, mich mit einer dieser Inseln zu identifizieren. I don't have a cultural identity. I don't fit into any of these islands. I am stuck in between. The traditions and beliefs in my family are mixed. My passport is American and Ukrainian. Ich muss mich bald für eine Nationalität entscheiden. Or would it be better to take the Austrian citizenship? I've lived there my whole life after all, haven't I? Oft quält mich die Frage, wo ich überhaupt dazugehöre. Doch warum muss ich mich da einordnen? Kann ich nicht einfach ich sein? Warum muss es solche Gruppen und Zuordnungen geben? Nowadays, you're forced to fit in. Man muss sich für eine Insel entscheiden. Ich weiß nicht mehr, woran ich glauben oder wie ich zu etwas stehen sollte, da ich ständig von anderen Meinungen und Perspektiven beeinflusst werde. Ich habe keine Zeit, um mir eigentlich zu überlegen, ist das überhaupt richtig? Bin ich derselben Meinung oder mache ich einfach, was alle anderen machen? Passt diese Insel überhaupt zu mir? Manchmal höre ich eine leise Stimme in meinem Kopf, die mir zuflüstert, Maya, halte dich zurück, äußere deine Meinung nicht, denn andere haben nicht dieselbe Sichtweise und werden dich nicht dabei unterstützen. Somit bist du ganz allein. I stand in the middle of the ocean, not sure which island to choose. Everyone is pulling me back to the mainland, forcing me to fit in with their way of life. The voice urges me, don't stand out from others, sei nicht anders, denn sonst mag dich keiner. Because then you will be different, an outsider. Don't express yourself the way you want to, because if you dare to, others will say, sie ist anders. Why do I have this voice? Doch dann denke ich mir,
Es ist für jeden in unserer modernen Gesellschaft eine Herausforderung, sich zu identifizieren. Wir, vor allem Jugendliche, sind auf einer Reise, uns selber zu finden. We're all struggling to find our passion and purpose in life. Our tendency to become followers is preventing us from finding our true selves. Es gibt keine Individualität mehr. Die Welt hat seine Vielfalt verloren. Es wird immer schwieriger, unsere eigene Insel zu finden. At the same time, our daily lives are being influenced by celebrities. We all wear the same clothes, eat the same food, read the same news, and do the latest TikTok dances until it's no longer trendy. And then we move on to the next big thing. Nobody has an original idea for themselves. We're all just copying each other. Viele neigen sich dazu, sich den anderen anzupassen, weil sie gerade keine eigene Meinung haben. Somit könnte man ja nichts falsch machen. Ich muss tief in mich hineinhören. Wer bin ich wirklich? What island do I belong to? Für welche Insel entscheide ich mich? Gehöre ich zur österreichischen, ukrainischen oder amerikanischen Insel? What cultural background do I identify with? What kind of music do I like listening to? What is my fashion style? What is my religion? What are my political beliefs? What is my sexual orientation? Am I introverted or extroverted? Why do I have to choose? Warum spüre ich den Druck, eine Insel auszuwählen? Sind nicht unsere unterschiedlichen Meinungen, Sichtweisen und Vorlieben das, was uns ausmacht? Vielfalt? Well, what if I am different? I don't have to like the same music hits as you do to fit in. What makes us special is our diversity. Everyone is their own group and island, and that's how we make the world a better place. Let's stop following others blindly and express how we really feel. Lass uns zusammenarbeiten und unsere Unterschiede als Vorteil sehen. Nur wenn wir so denken, können wir die Welt zu einem besseren Ort machen. Follow a specific trend because you like it, not because you want to fit in. Be who you are on the inside. Express yourself and become the best version of your individual island. Because that's what makes us stronger.